heute wieder unterwegs und zwar für Mama ein Dressurpferd angucken, weil Mama kann es gar nicht abwarten, bis unsere großen Fohlen Jack und Joe fertig sind. Weil das dauert ja auch noch irgendwie 3 Jahre, bis man die reiten kann und deswegen gucken wir heute mal ein Pferd an und Priorität ist, dass Mama sich draufsetzt. Sie hat schon Helm auf. Vicky hat Angst, dass hier die Wolken oder die Regentropfen auf den Kopf fallen. Ja, wir sind angekommen. Wir sind hier im Stall von Anna und Benjamin Mitter. Wir gucken uns ein Pferd an. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich weinen soll. Weil eigentlich hatte ich die Suche schon aufgegeben und habe gedacht, ach Mensch, ich reite Sito und Campi und dann kommen ja irgendwann Jack und Joe. Ja, und dann kommt die Svenja um die Ecke mit einem kleinen Geheimtipp. Und soll ein ganz, ganz braves Pferd sein. Wir waren schon mit Svenja hier vor ein paar Tagen. Und ja, Svenja sagt, sie ist absolut begeistert von dem Reitgefühl. Ich habe mich vorsichtshalber gar nicht draufgesetzt, weil ich wollte erst die Röntgenbilder sehen. Weil nachher freut man sich und dann gibt es irgendeinen Haken. Ja, und ich muss es jetzt ironischerweise so sagen, dummerweise gibt es bei den Röntgenbildern keinen Haken. Und jetzt muss ich mich selber draufsetzen und ich mache das immer äußerst ungerne, aber ich komme nicht drum rum. Ansonsten setze ich Vicky drauf. Aber nein, du gehst als erstes drauf. Aber gar nicht erst anfangen damit. Stopp, stopp, stopp. Und jetzt gehe ich erstmal rein. Zum Glück ist es nicht so stürmisch wie gestern. Es ist trotzdem noch stürmisch und kalt. Aber so wie gestern, da hätte ich dann wirklich schon mit so einem jungen Pferd 4-jährig, wird jetzt bald 5, ist glaube ich 7 Monate unterm Sattel. Also auch eigentlich gar nicht das, was wir gesucht haben. Wir haben M fertig gesucht, aber manchmal ja, kommt es anders, als man denkt. Ne? Und jetzt gehen wir erstmal rein. So kalt. Ja, vielleicht ist es ja hier drin wärmer. Hm, komm her, wir gehen mal gucken. Guck, da steht er schon. Hallo! Da ist er. Ja. Hallo. Und seid ihr schön frisiert, frisch rasiert und all sowas für die Kamera? Nein. Ach so. Junge, da kommt ja gleich Monster-Equipment. Was sagst du? Ich habe diesen Grübeusch vorgestellt. Der Ausbildungsstall Mitter in Visbeck bei Vechta hat schon viele erfolgreiche Dressurpferde hervorgebracht und möchte heute den Eicheneckern, den sympathischen Wallach, Lacor vorstellen. Eigentlich steht Ariane ja mehr auf alte Schweden, aber hier handelt es sich um einen jungen Dänen. Der 1,85 große Rappe ist 4 Jahre jung und seit gut einem halben Jahr in der Obhut von Benjamin Mitter und seiner Frau. Eingetragen ist das dänische Warmblut unter dem Namen Green Hopes Lacor. Aber ich setze mich jetzt den hier so drauf, wenn ich jetzt wirklich merken sollte, der wird ein wenig spannig oder so, ja, dann kann ich ja immer noch agieren. Ja, und ja. Sagen, komm, bevor ich mir das da unnötig antue, steige ich da nochmal ab und hänge die Longe ran und dann ja, wird er nochmal ein paar Runden halt ablongiert. Dann kann er sich wenigstens ja, ja, ausprobieren. Ne? Ich bin eigentlich guter Dinge ganz entspannt gekommen. Ja, jetzt heißt es, oh, es ist kalt, da können die alle ein bisschen knackig sein. Ja. Mal gucken. Theoretisch gesehen braucht man den ja auch nur, wenn man runterfällt. Groß. So groß habe ich ihn mir nicht vorgestellt. Wir sind gerade in den Steigerste gekommen und dann dachte ich, nee, der ist sehr viel größer als Konrad und alles sowas. Aber sehr, sehr hübsch. Ja, und jetzt bin ich erstmal gespannt. Wir haben ihn ja nur auf dem Video einmal gesehen, wie so sein Gangbild ist. Gefunden hat Lacor Arianes Freundin und selbst Ausbildungsstallbesitzerin Svenja Hempel, die den großen dänischen Warmblüter auch schon für sie ausprobiert hat. Lacor soll ganz vielleicht Konrads Nachfolge antreten und irgendwann auch einmal im großen Dressurviereck laufen können. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, aber die Grundvoraussetzungen dafür sind schon mal gut. We are timeless. We are timeless. Mit Schritt, dass ich schaue, dass ich natürlich vorwärts reiten kann. Ja. Das ist ja das Problem vieler, vieler Kollegen und auch viele Hobbyleute, sage ich jetzt mal. Die lassen ja am Pferd immer nur Schritt gehen.
Ja. Ja. Hast du denn mit ihm schon Situationen gehabt, dass der mal wirklich in die Luft geht? Nein. Nein, gut. Und das schreibe ich euch auch. Also, dieses Pferd mit seinen noch 4, der wird ja jetzt auch schon 5. Und der ist jetzt so reell, sag mal, jetzt schon ausgebildet und geritten. Also, ich glaube, da müsste wirklich ein richtig grober Stümperer dann aufsitzen, um dieses Pferd sauer zu kriegen. Ja. Weil das ist dann nur noch sauer. Ja, Sven, also Svenja war ganz begeistert. Ja, das sind auch so Sachen, da habe ich auch drüber nachgedacht, wenn man sich ein Pferd kauft. Wollt ihr nur einmal die Säcke geben? Ah ja, das kennt er also auch. Das geht auch, ne? Ja, ja. Da habe ich heute noch drüber nachgedacht. Oh Mann, ey. Oder Jacke ausziehen auf dem Pferd und so ein Ding. Das ist jetzt genau die Jahreszeit, ne? Ja, ja. Man hat auch viele Kunden, wir haben das öfter mal, dass wirklich Kunden dann hier sind. Die fangen mit einer dicken Jacke das Reiten an, fühlen sich dann wohl. Mhm. Dann stellen sie das Pferd hin, schmeißen die Zügel auf den Hals und dann ratsch. Ja, ja. Die Pferd kennen es nicht, ne? Aber er wird ja auch nichts machen. Wie gesagt, wegen mir muss das gar nicht. Ich bin immer ganz zufrieden, wenn ich sehe, man kann auch mal den Zügel locker lassen und es passiert nichts. Ja, das ist, ne? Das ist ja, länger, sehr schön. Ja. Das Ganze irre, dass dieses Riesenpferd eigentlich schon mit dieser Enge so gut klarkommt im Galopp. Ja, der ist halt einfach ausbalanciert, das sieht man jetzt ja auch. Ja? Da nutzt er jetzt den Hals, dass er mal höher kommt. Dann gucken wir mal. Und dann ist wieder ein bisschen mit der Hand hier kommt. Ganz schön nach von hinten nach vorne da schon mal anziehen. Ja. Er hört ja nur. Ja, ja, ja. Keine Frage. Nee. Wenn ihr den jetzt reiten würdet am Freitag auf dem Turnier, was nennt ihr den dann? Dann würden wir den direkt in die Stunde A reiten, okay, weil es keine Reitpferde gibt. Ah ja. Dann müsste er mal direkt schon nochmal in die Stunde ja A laufen. Ne? Aber warum nicht? Aber nun heißt es für Ariane, selbst in den Sattel und Probe reiten. Ein spannender Moment, auch wenn man seit über 30 Jahren mit Pferden lassen, arbeitet. Es ja kommt hier wirklich jetzt nicht auf eine halbe Stunde an. Ja, ist ja alles gut. Ja, perfekt. Wenn ihr irgendwie was braucht, gut, mal ein Stückchen oder irgendwie was, fein, einfach gut, Bescheid so geben. Klasse. Da sieht sie richtig klein drauf aus. Also an der Größe scheitert es jetzt nicht. Futterzeit, glaube ich. Fein. Ariane selbst ist 1,80 Meter groß und reitet am liebsten auch große Pferde. Auf dem jungen Dänen sieht aber selbst sie nicht so groß aus. Ein ganz irres Gefühl. Ich habe gerade so gar nichts in der Hand. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich traue mich jetzt auch nicht so richtig, den ganz lang zu lassen. Es ist gerade Futterzeit. Aber es ist ein ganz schönes Gefühl. Super. Toll. Komm, einmal nochmal andere Seite. Der ist ganz, ganz weich vorne, ne? So. Dann muss ich immer klar sein, wenn ich 10 Kilo in der Hand haben möchte, dann muss ich mindestens mit 20 Kilo nachtreiben ja können. Wenn ich 30 in der Hand haben will, dann muss ich natürlich dementsprechend mit einem Gewicht auch wieder nachtreiben können. Also ich merke schon, dass er ein bisschen irritiert ist, weil ich ja ganz anders
Ist halt vorsichtig. Ja. Ich bin das an. Ich bin ja wirklich konzentriert für reine Mitarbeit. Nicht nur für Ariane ist es heute das erste Mal. Auch der junge Rappe kennt gar keine anderen Reiter als Anna und Benjamin. Es ist aber schön zu sehen, wie sehr sich Lacour bemüht, Arianes Hilfen zu verstehen. Er wurde als durch und durch freundlich und brav angepriesen. Das Hauptkriterium für Konrads Nachfolge. Dann sollte er natürlich noch groß, jung und leichtrittig sein. Am besten noch unerschrocken auf dem Turnier und natürlich auch keine gesundheitlichen Einschränkungen haben. Kein Wunder also, dass die Eichenecker schon lange auf der Suche sind. Das Einzige, was Lacour noch nicht hat, sind Erfahrungen im Dressurviereck. Aber vielleicht können die Mitters das ja noch schnell ändern. Wenn man sich wirklich kennenlernt. Ja, aber das ist ganz ehrlich, das haben wir ja schon. Fein. Ja. Wird es auch, ja. Vicky reitet sowieso anders. Ich habe, wie gesagt, ich bin wirklich ganz aber vorsichtig ist gut, dass und skeptisch. Ich einstellen kann, dass er ja. Ist. Da bin ich 100% von überzeugt, dass sie das Pferd mit zwei verschiedenen Reitern. Fei, gut gemacht. Klasse. Ich muss die Zügel aufnehmen, ne? Nicht so wie bei unseren. Das ist aber, glaube ich, auch ja. In ein paar Wochen werden das, glaube ich, genau ja. Oh, was wir alles beim Probereiten erlebt haben. Und da war sie wirklich noch klein, ne? 7 Jahre. Jetzt ist sie 12, aber ist 1,81. Ich hätte noch ein paar Jahre älter. Nee, 12 ist sie. Ja, dann wächst nicht so doll mehr. Das sind so Sachen, die würde ich jetzt zum Beispiel mich überhaupt gar nicht beim Pferd, was ich nicht kenne, nicht trauen. Das sind Erfahrungssachen. Da ist Vicky anders. Das sind Erfahrungssachen. Sag ja, das ist dieses Unbescholtene schon. Ja, ja. Da geht man einfach anders daran. Aber ich habe es dir schon deutlich gezeigt mit Jacke, rascheln. So, ja, und ja. Ja, 12 Jahre, ne? Und deckt ihn schon ab. Ja. Ist, also wir suchen wirklich, wenn wir, ich habe ja die Suche schon aus. Das war jetzt wirklich Zufall. Ich habe gesagt, ich brauche kein Pferd mehr, jetzt zum Winter eh nicht. Aber die Größen müssen und dann hat Sven ja gesagt, oh, komm, da müssen wir hinfahren. Du hast sehr, sehr lange Haare. Mhm. Wenn du dann leicht trabst, könntest du dir ein bisschen das Rascheln mal anfangen. Oh, dass ja. Du auch erstmal vielleicht mit etwas kürzeren Zügel anfängst, um zu schauen, wie er darauf reagiert. Ja. Er wird wahrscheinlich genauso nichts machen, aber das ist jetzt ein anderes Geräusch und die Haare, was er so an. Stimmt. An der Jacke. Er ist auch. Ja, ja. Sag ja, das ist die natürliche Gerte. Manchmal. So, und Vicky reitet auch für 12-jährig schon sehr, sehr gut. Deswegen habe ich da gar keine Bedenken. Aber man sieht jetzt schon, dass sie einfach schon frischer daran geht. Ja, ja. Sie reitet schon wegen mehr vorwärts und ja. Was ich schon sagte. Weil wenn ich ein etwas unsicheres Pferd habe und vermittle als Reiter ein unsicheres Gefühl, ja. Ist ja das Gefühl vom Pferd wieder bestätigt. Ja. Wenn ich da sicher drauf gehe und sage, hey, dir passiert nichts, ich fühle mich ja, dahin, wo du das hin ist musst, ganz anderes. Dann ist das wieder was anderes. Ich vergleiche das immer, wenn du mit zwei Menschen im Dunkeln im Wald läufst und den die ganze Zeit ärgerst, oh, da kommt, du wirst ja wahnsinnig. Ja. Und wenn ja, du immer sagst, hey, da passiert nichts, es ist ein Reh, was da im Gebüsch raschelt, ja, dann gehst du weiter. Ja. Ja, das ist der Grund, warum ich reite so ungerne Probe. Ich habe die lieber zu Hause und lerne die erstmal kennen und mache es dann. Geht ja aber nicht. Ja, das ist ganz schwierig. Damals war es für sie ganz schwierig, ein Pferd zu finden, weil die ist schon so groß. Aber war ja die Koordination von einem kleinen Kind. Ja, also ich musste das jetzt mal aus. Käufersicht erst sehen, ja. Also mehr Verkauf, wir haben Auftrag. Ja. Aber wir kennen das Pferd ja eigentlich besser wie die Besitzer. Ja. Ich muss eigentlich wirklich sagen, dieser Charakter von dem Pferd ist unbezahlbar. Ja. Das ist allein der Charakter von diesem Tier. Darfst ruhig mal mit dem inneren Schenkel mal zack, zack, und dann passt. Aber jawohl, siehst du, wunderbar. Ihre Lieblingsgangart. Es klappt alles ohne Gerte und ohne Sport. Ja. Ne? Das muss man auch noch mal sagen. Ja, ja. Das ist wirklich so. Der Stall Mitter legt viel Wert darauf, die Jungpferde schonend und mit viel Zeit anzureiten und dann auch so weiter zu fördern.
auch ein Grund, warum Ariane hier nach einem Pferd schaut. Benjamin hatte bis heute noch nie etwas von Hufeicheneck gehört. Seine Frau Anna hat sich dennoch von vornherein damit einverstanden erklärt, dass Ariane sich von ihrem Filmteam begleiten lässt. Das war bei anderen Stellen bisher noch nie der Fall. Auch eine nette Geste, die darauf schließen lässt, dass hier wirklich nichts hinterm Berg gehalten wird. Also das Traditionelle machen wir nicht, rausfahren, einrenken und wieder. Bei uns kommen die Pferde wirklich für 3 Tage und das ist so ein Check. Da wird Sattel, Trense, Pferd durchgecheckt und meistens sind es Pferde, die in den Kliniken waren, trotzdem Symptome zeigen, und so weiter. So, und dann suchen wir quasi die Ursache. Und die bleiben dann 3 Tage, die kommen aus der Schweiz, die kommen aus Österreich, aus Bayern, kommen sie überall her. Oh, da haben wir euch dann auch schon ganz schön den Namen gemacht. Ja. Hammergefühl. Und wir schauen immer, dass unsere Pferde bestens versorgt sind. Ja. Ne? Wir haben immer LKW dabei mit Wasser, ja. Heu und zur Not haben wir schon, dass dann die Mädels dann mal losfahren und holen die ersten Pferde oder bringen welche nach. Ja. Bei uns steht kein Pferd 8 Stunden auf dem LKW. Das mache ich nicht. Ja, wie soll ich das jetzt rüberbringen? Na, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, sollte mal Gerte mitnehmen, weil irgendwann, du musst, wenn du ein Pferd weiter reitest und du fängst an, mit dem stumpfen Bein immer zu treiben und zu treiben, dann sagt das Pferd irgendwann so, da brauche ich ja gar nicht reagieren drauf. Und dann werden die immer ein bisschen träger, sag ich mal. Ne? Und wenn du dann einmal sagst, so eine kleine Gerte mal mit, oder du kommst nochmal mit dem Bein mal ein deutlicher und der zuckt auch schön und du lobst ihn dafür, dass er merkt, ey, wenn mein Bein ruhig schön mit einer treibenden Hilfe kommt, habe ich schon vorwärts zu laufen. Ne? Und was sagt Ariane jetzt so zu dem Ganzen? Es ist schon sehr, sehr schön. Ich bin immer ein bisschen mit einem durchwachsenen Gefühl, wenn die Ohren nach hinten gehen oder wenn dies ist. Oder das ist schon alles gut, aber es ist total gut. Ja. Ja, Probereiten haben wir geschafft. Ich bin wirklich aufgestiegen. Ich hatte ein ganz mulmiges Gefühl. Hätte ich gar nicht haben müssen. Weil Lacœur heißt er, ne? Ist von Lacœur. Ah ja, okay. Die Abstammung ist von Lacœur. Ah, okay. War wirklich ganz, ganz brav. Vicky hat schon gesagt, sie ist sofort schockverliebt. Sie wollte gar nicht mehr absteigen. Und ja, wir sind hier in der Reitanlage von Anna und Benjamin Mitter, Dressurreiter. Und ich gucke mal, wo er ist. Da haben wir ihn stehen. Ich finde das schon ganz imposant eigentlich, weil ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 10 Jahren Kontakt hier zu euch gehabt. Ja. Und jetzt habe ich bei Rimondo geguckt und ihr seid da ja wirklich immer nur mit Wertnoten über 8 und das Schlechteste ist irgendwie mal Ende 7. Ja, da ist man sehr bemüht. Da passieren klar auch mal Ausrutscher oder man erwartet, dass man mit dem Pferd los kann und dann fährt man das erste Mal los mit dem Pferd und dann ist das vielleicht doch noch nicht so sicher, wie es zu Hause läuft und dann muss man sich halt auch mal eine etwas schlechtere Note abholen. Heißt das 8 über 8 oder Ende 7 ist schlecht? Nein, aber es gibt ja auch, sagen wir mal, auch eine 6,5 oder so, gibt es ja auch mal einen Ausrutscher, aber das ist ja nicht schlimm. Nee, sonst sind wir wirklich sehr zufrieden, ja, das ist wohl Fakt. Ja, seid ihr, glaube ich, ordentlich gewachsen, ne? Es ist ja, wir sind stets bemüht und jetzt auch natürlich mit einer tollen Trainerin, die wir zur Verfügung haben. Klappt das natürlich auch sehr gut, ne? Ja, ich habe schon beim letzten Mal gehört. Ist die gleiche, wo ich auch Unterricht geritten habe. Die weiß wirklich, wie man so das Letzte da rausholt. Ja, das stimmt von allem, die kann halt einfach von jung bis alt ausbilden, ne? Und auch trainieren. Ist das zu privat, wenn ich frage, wie ihr auf die Idee gekommen seid? Oder ob du mit deiner Frau schon vorher zusammen warst, ihr schon vorher gemeinsam Pferde gemacht habt? Oder ist das erst hier entstanden? Ich habe ja damals bei Ludwig Kartmann gearbeitet in Holterup. Okay. Und dann habe ich Anna kennengelernt oder haben wir uns kennengelernt in der Zeit. Dann waren wir noch ein halbes Jahr bei Kassenmann zusammen. Okay. Sie hat ja dann die Lehre gemacht. Ich bin kein Pferdewirtschaftsmeister. Sie durfte also eigentlich nicht offiziell bei mir lernen. Also haben wir versucht, dass sie die Lehre in einem Ausbildungsbetrieb macht. Okay. Bei Kassenmann hat es uns dann aber einfach nicht gefallen. Und dann waren wir noch ein halbes Jahr bei Josef Kartmann. Mhm. Auch zusammen. Das hat uns dann auch nicht so gefallen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich den Schritt in die Selbstständigkeit. Aber Anna ist definitiv richtig gelernte Bereiterin mit Brief und allem, was dazu gehört.
Und ist das denn so, dass man, also für mich ist das ja ein absoluter Traum, also wirklich alles mit meinem Partner gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Viele sagen, oh Gott, ne, alles zusammen zu machen. Gibt es auch Konkurrenzkampf oder so? Anfangs, ja klar, ist der Konkurrenzkampf groß. Jeder will der Bessere sein, jeder will die besseren Kunden haben, jeder will gute Kunden haben. Ja. Ist ja auch immer nicht so einfach. So, dann muss man natürlich sich gegenseitig vertrauen. Und das kommt alles Stück für Stück. Ja. Also ich muss jetzt wirklich sagen, dieses Jahr war eines unserer erfolgreichsten Jahre und wirklich jetzt mittlerweile super tolle Stammkunden auch immer wieder hier oder seit Jahren auch und auch wieder neue tolle Leute. Und jetzt merkt man auch so bei uns den Wandel, dass die Eigentümer der Pferde jetzt auch mal bereit sind, diese etwas längeren Wege zu gehen. Das heißt nicht nur 3-4-jährig anreiten, irgendwie 1-2 Turniere reiten und dann zack, zack, verkaufen, sondern da sind jetzt wirklich mal ein paar dabei, die sagen, komm, wir gehen mal den Weg 5-, 6-, 7-jährig, wie auch immer. Ja, klasse. Ja, wir haben einen neuen Bereiter, der unterstützt uns natürlich mit der Anreiterei sehr, sehr gut. Also der ist da wirklich echt super professionell. Und der ist einfach Springreiter, kann aber auch Dressur, der hat auch schon Dressurpferde A hier gewonnen. Okay. Ja. Und den haben wir einfach das ermöglicht, dass er hier 2 Springpferde herbekommt über Kontakte. Ah ja. Und damit ist er schon recht erfolgreich unterwegs auch. Ja, ja. Schön. Also das ist so sein Ding. Und das macht das aber das Ganze hier auch aus. Ne? Das macht auch Spaß. Ja, das glaube ich. Man kommt rein und es ist wirklich, also... Ach, man hört ja auch immer ganz viel, ne? Und man kann sich immer besser sein eigenes Bild machen. Ich weiß zum Beispiel, Svenja war total überrascht. Mhm. Die war auch total überrascht von der Rittigkeit, von dem Großen. Die war aber auch ganz überrascht von eurer Offenheit und auch von der Sympathie. Das hat man gemerkt. Ja, das sei mal, das hat auch jeder so Hand, wie er meint. Ja. Aber ich glaube, dass wir mit unserer Ehrlichkeit und Offenheit den einen ganz guten Weg damit wirklich fahren. Also wir sind jetzt auf dieser Anlage seit Juni diesen Jahres 10 Jahre. Wahnsinn. Und wirklich toi, toi, toi. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Pferde verkauft. Wir sind ja nicht so diejenigen, die das ständig posten. Es gibt ja auch andere, die das wirklich rauf und runter posten, wenn sie ein Pferd verkauft haben. Was mich noch interessieren würde, das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ihr habt ja nun ganz viele Pferde, die ihr auch das erste Mal mit zum Turnier nehmt. Ja. Oder sowas. Deswegen wollte ich ja gerne so ein turniererfahrenes Pferd haben. Richtig. Worauf richtet man sich denn da ein oder womit muss man rechnen? Sind viele Pferde geplättet von allem und machen gar nichts? Oder gibt es da auch Sachen, wo ihr denkt, oioioi, das war aber... Oder ist das auch eigentlich... Klar, auch wir erleben da noch Überraschungen. Ich sage jetzt mal so, unser Außenplatz, der wird natürlich über die Turniersaison im Frühjahr raus so präpariert und so aufgestellt, dass man sich relativ sicher sein kann, wenn sie bei uns hier auf dem Außenplatz laufen schon, dann kannst du eigentlich auf Turnier fahren. Also mit den weißen Abgrenzungen. Ja, und dann auch einmal, dass wir ein Pavillon auch hinstellen. Ah, okay. Dann kommt auch immer ein Trecker da lang gefahren. Dann haben wir ja die Möglichkeit, dass wir direkt vom Außenplatz ins Gelände reiten können. Durch den Wald, das im Sommer hat man das oft, wenn dann mal wirklich so wieder die heißen Tage kommen, dann fängt man ja auch immer gerne um 4-5 Uhr an. Dann haben wir da teilweise wirklich die Rehe auf dem Wall stehen auf einmal. Oh, Wahnsinn. Das härtet ja die Pferde automatisch ab. Ja. Und ansonsten, wenn man wirklich dann so einen Fall hat, der es dann beim ersten Turnier mal noch nicht so ganz versteht, dann muss man zu Hause ein paar Hausaufgaben machen und dann öfters losfahren, dass die Routine kriegen. Ne? Ja, ja. Sag mal, wir Ausbildungsstelle, die kleineren, maximal 2-3 Pferde in der Halle. Auf dem Turnier sind es dann auf einmal 20, 25 auf dem Platz. Mit dem Abreiten, jeder reitet da irgendwie links, rechts, vor, zurück. Also das ist schon manchmal nervenaufraubend, aber die Pferde werden auch nicht dümmer davon. Und wie gesagt, man lernt auch einfach, man lernt ja stets weiter. Wir haben das ja dieses Jahr auch gemacht, kann man bei uns auf der Facebook-Seite auch sehen, den Beitrag. Wir haben uns Gedanken gemacht, speziell mit Raststede. Ah, das hätte ich jetzt auch angesprochen, das fand ich sehr interessant. Zwecks dieser Studiengeschichte und auch ab Freitag, wenn es dann in diese Finalprüfungen geht, haben wir einfach in Raststede diese Kutschensport natürlich auch unterwegs. Und das kennen die Pferde nicht. Nee. So, und wir sind dieses Jahr wirklich hergegangen, haben unseren Nachbarn gefragt, der hat ja auch so einen kleinen Ponybetrieb und fährt Kutsche. Den haben wir hier eingeladen und sind hier mit dem
mit den Pferden mit der Kutsche auf den Platz geritten. Und siehe da, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Also ja, unsere ganzen Pferde, was wir in Raststätte hatten, wir hätten der Kutsche hinterher reiten können. Oder die Stute da, am Donnerstag ist ja diese Stutenschau auch. Ja. Da darf man ja durch den Parkplatz bedingt ja auch hinten an diesem Lager parken, wo die da ihren Sport ja ausüben. Mhm. Und dann fahren die natürlich da an den Hängern und an den LKWs da vorbei. Und unsere Stute hat das überhaupt. Ich habe schon mal gedacht, wenn ich so einen Verkaufsstall hätte, dann müsste mir jeder vorher ein Video schicken oder so. Da erlebt man klar immer wieder irgendwelche Überraschungen. Es gibt die schönsten Geschichten, die reiten alle Grand Prix und dann kriegen die ein junges Pferd einfach nicht im Kreis geritten. Aber dann liegt es am Pferd und nicht am Reiter oder am Ausbilder. Okay. Aber da muss man drüber stehen und also auf den Verkauf ehrlich gesagt mal verzichten und sagen, nee, wissen Sie was, das Pferd bleibt hier. Macht ihr das? Also hattet ihr so einen Fall schon? Habe ich mich heute gefragt, als Wir haben uns in der ganzen Karriere, seitdem, dass wir das machen, 4-5 Leute nach Hause geschickt. Ehrlich? Ja, haben wir gesagt, danke, das hat keinen Sinn. Ja, gut. Was habe ich davon? Die nehmen so ein Pferd mit, kaufen es, wie auch immer, und 2 Wochen später fliegen sie im Dreck und dann haben wir den Rechtsanwalt hier stehen. Und da habe ich keine Lust zu. Ja, 24-Stunden-7-Job, ne? Ja, aber es macht Spaß. Es ist Wochenende und all sowas, merkt man ja dann auch, ne, wenn die Pferde so gehen. Also die Lorbeeren haben wir dieses Jahr definitiv ernten dürfen. Ja, sehr schön. Freut mich. Ja, ich bin ganz gespannt. Und jetzt so für die Zukunft schauen wir mal, dass es jetzt auch mal so ein bisschen etwas in diese gehobenere Klasse, wollen wir ja noch wegen mehr kommen auch. Ja, das wäre so mein nächstes Ding. Seid ihr schon da angekommen, wo ihr wollt, oder habt ihr noch was ganz anderes, wo ihr gerne hin wollt? Guck mal, da leuchten die Augen. Definitiv nicht. Also jedes Jahr Warndorf schon mal zu reiten als Jungpferdeausbilder. Wir sind ja einfach noch Jungpferdeausbilder. Man muss aber auch unter anderem sagen, Anna ist mehrfach S-platziert. Ich bin auch schon S-platziert, was viele nicht wissen. Ja. Und diesen Schritt wollen wir jetzt einfach wieder erreichen, dass wir jetzt wirklich mal so ein älteres Pferd haben wir jetzt Gott sei Dank auch. Das geht jetzt mal so Step by Step los. Da müssen wir jetzt auch erstmal gucken. Aber ich sage jetzt mal vielleicht für später, man muss ja auch mal auch wirklich an später denken, wenn ich dann doch gewisse Esserfolge nachweisen kann oder auch größere Erfolge, kann ich ja immer noch als Trainer agieren. Okay. Ne? Mhm. Oder den Stall ja weiterlaufen lassen, aber kriegt tolle neue Leute. Das weil ist die der wissen, Gedanke, genau. Da, die haben das von A bis Z schon geschafft. Ja. Und das ist jetzt so das i-Tüpfchen, sag ich mal noch. Ich würde wirklich, wenn das machbar ist, wäre es für mich, für meinen Kopf ganz wichtig zu wissen, wie verhält er sich in fremder Umgebung auf dem Abreiteplatz? Und klar werden wir euch diese Aufgabe noch erfüllen und einmal den Burschen hier mit auf Turnier nehmen und dann mal gucken, was er macht. Also ums Einsteigen in einen Anhänger mache ich mir sowieso keine Sorgen, weil ich mache ja Anhängertraining für Pferde, die seit 10 Jahren gar nicht draufgehen. Ja. Aber auf dem Turnier dann auf dem jungen Pferd zu reiten und nicht zu wissen, was er macht. Rechnest du mit irgendwas? In diesem Fall ist eigentlich nicht. Nee. Also da wäre ich selber mal sehr wieder überrascht, wenn der was machen würde. Oder wenn der jetzt irgendwie, also frech glaube ich so und so gar nicht. Vielleicht findet er dann einmal das Richterhäuschen oder den Richtertisch vielleicht ein bisschen spannend. Oder wir wissen ja zu diesem Turnier, wo wir ja hinfahren, da ist ja, sind ja sehr große Spiegelfronten. Okay. Die haben wir jetzt in der Halle nicht ja so. Stimmt. Wir haben Spiegel, aber wir klappen die ja selten auf. Ja. Und da könnte es sein, dass er vielleicht da mal sein eigenes Spiegelbild vielleicht da mal ein wenig schief anguckt. Aber ja, dann bin ich ja gespannt. Das sind so vielleicht so die einzigsten Kleinigkeiten. Ja. Aber ich würde mich schwer täuschen, wenn da irgendwie was schief geht. Aber auch auf den Gesundheitsaspekt wird im Stall Mitter sehr viel Wert gelegt. Ja, Wahnsinn. Also mir schrecken auch leider immer wieder mal. Manchmal steckst du ja auch nicht unbedingt drin, will da auch niemanden irgendwie die Schultern da irgendwie zuweisen. Aber es gibt wirklich Fälle, das sind die Pferde auf Verkaufsforen, wo du wirklich meinst, es ist alles gemacht und dann kriegst du so ein Pferd in den Stall, lässt einen Zahnarzt drauf gucken, abgebrochener Wolfszahn, Kappen, Backenfleisch auf. Jetzt erzählst du ungefähr das, was bei uns zum 3-Tage-Check kommt, weil du ja wissen wolltest, was wir machen. Genau. Mir sind
leider auch noch ein bisschen bekannt, dass wir auch immer wieder auch mal schwierige Fälle haben und machen. Das wissen wir, das weiß hier der Landkreis einfach. Wir wollten eigentlich von dem Korrektur. Ja, wir wollen eigentlich von diesem Ruf weg, so ungefähr, dass wir ja nur schwierige Pferde können. Das stimmt ja auch nicht. Wir können auch gute, brave Pferde auch sehr gut und weit bringen. Mhm. Aber Fakt ist auch, dass wir einfach schon wirklich viele schwierige Fälle wieder hingebogen gekriegt haben. Und da bist du teilweise erschrocken. Da war vielleicht gar nicht mal das Pferd schuld. Da hast du erst mal einen Zahnarzt dran gelassen, dann hast du einen Physio dran gelassen, dann hast du vielleicht da mal was anderes behandeln noch lassen. Und dann hat das Pferd auch gemerkt, oh, mir geht's gut. Ich brauche den Firlefanz eigentlich gar nicht veranstalten. Ja. Und das sind die bresten Pferde mit geworden wieder. Ja, Wahnsinn. Es ist also nicht nur bei uns so, es ist also auch hier so. Ich will mal so sagen, wenn ich jetzt sage, ein traditioneller Ausbildungsstall, wäre es ja schon wieder abwertend, weil traditionell seid ihr ja gar nicht, wenn ich das jetzt gerade so höre. Man geht mit der Zeit. Man geht du darfst mit der nicht Zeit, stehen bleiben. Ja. Oder mit der Gesundheit. Oder vielleicht habt ihr auch einfach jetzt ein bisschen Logik und Gefühl fürs Pferd. Wer eben nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja, wenn man besser und besser werden will und mehr lernen will, dann muss man einfach auch einmal Dinge ändern. Ja, richtig schön gesagt. Ja, ganz toll. Aber dieses Pferd hat auch in jungen Jahren und auch roh einfach keine schlechte Erfahrung gemacht. Da ist einfach nichts schief gelaufen. Der hat einen tollen Aufzuchtstall gehabt, tolle Besitzer hat das Pferd. Und der hat halt einfach keine böse Hand gesehen, ne? Ja, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ja, du auch, ne? Es war ein Top-Reitgefühl. Die Gänge waren super. Ich hätte am liebsten den ganzen Tag weiter galoppieren können. Naja, wir gucken uns den nächste Woche Freitag an auf dem Turnier. Und da sind wir sehr gespannt. Dann machen wir noch eben eine AKU. Und dann bin ich ganz gespannt, ob es unser neues Pferd wird. Heute mal ein ganz ungewohntes Gefühl. Wir sind hier auf dem Turnier im Feenstall in Apen-Frieschel-Bokel heißt es, glaube ich. Wir wurden schon ganz, ganz herzlich begrüßt von der Eigentümerin hier. Die hat uns ganz schöne Geschichten erzählt. Also so wünscht man sich eigentlich, es, wenn man irgendwo hinkommt, suchend irgendwie durch einen Stall läuft, dass wirklich gleich jemand Nettes auf einen zukommt und nachfragt. Das fand ich richtig toll. Ja, ganz ohne Vicky hier sind wir auf dem Turnier, ohne Pferde, also fast ohne Pferde. Im Hintergrund ist nämlich der Lakeur und Anna Mitter. Und wir haben den Lakeur jetzt mehrfach Probe geritten. Und ja, der Stall Mitter, der ist so kooperativ mit uns, dass wir gesagt haben, oh Mensch, so eine Turniererfahrung oder mal so ein Turnierritt wäre total schön. Ja, und das haben sie uns heute ermöglicht. Und ich bin total fasziniert, wie das Ganze läuft. Und ich versuche jetzt einfach mal rauszufinden, was die Anna zu dem Ritt sagt, weil ich fand das bombastisch. Erstes Turnier, zweiter Platz, 7-6, wenn ich es richtig habe. Und ich glaube, sie hauen gerade schon ab. Ich muss mal gucken. Eigentlich wollte Ariane nur einmal sehen, wie sich Lacour verhält, wenn er in einer für ihn absolut fremden Umgebung zurechtkommen muss. Und wo geht das besser als auf einem Turnier? Den zweiten Platz hätte er allerdings nicht gleich holen müssen. Aber Anna Mitter hat von Anfang an alles gegeben, um zu demonstrieren, dass Lacour ein absolutes Verlasspferd ist. Festfahren auf der Weide gehört auch dazu. Was machen wir hier? Wie spannend! Nachdem ein besserer Parkplatz gefunden wurde, wird es dann ernst für die beiden. Für Lacour ist es das allererste Turnier, an dem er teilnehmen darf. Bei dieser Dressurpferdeprüfung der Klasse A dürfen die Teilnehmer ihren meist unerfahrenen Pferden den Reitplatz, der in diesem Fall eine Reithalle ist, schon mal zeigen, bevor die Prüfung losgeht. In normalen Prüfungen ist das in der Regel nicht der Fall. Lacour scheint damit aber absolut gar keine Probleme zu haben. Wenn er sich hier gut benimmt, wird es langsam eng für Ariane. Sie hatte die Hoffnung auf ein neues Pferd eigentlich schon begraben und wollte auf die heranwachsenden Hengste Jack und Joey warten.
Nun sieht es aber fast so aus, als ob ihr langsam die Argumente ausgehen, die gegen den Kauf von Lacor sprechen würden. Ich habe schon total geschwärmt, Svenja schwärmt total von dem Lacor, den wir ausprobiert haben. Und ich hatte leider von, dein Mann ist es, glaube ich, ne? Ja. Benjamin selber keine Nummer. Der hat den also für mich wirklich richtig, richtig schön vorgeritten. Ja. Ich bin ja so, dass ich sage, oh, zeig mir doch mal, wie es am langen Zügel geht. Und flupp, ging ja. Und das war richtig, richtig schön. Ja. Und ich finde es ganz toll, dass ihr mir quasi die Sicherheit gegeben habt, und ihn jetzt einmal mit zum Turnier genommen hat. Ja. War völlig fasziniert. Wie, was war das für ein Gefühl? War er sehr spannig? War er locker? Oder? Also ich muss wirklich sagen, man hat das ja schon gemerkt, als wir abgeladen haben, dass er super relaxed war. Und da weiß man schon so ungefähr, oh, okay, das wird jetzt nicht so eine Aktion, so eine Wildwest-Aktion. Das merkt man dann halt. Und es ist halt dann wirklich richtig schön, wenn man ein Pferd hat, wo man halt dann sich auch selber entspannen kann, ne? Ja. Ja. Und auch das Aufsteigen und so, da habe ich gleich sofort gemerkt, okay, er ist nicht so, dass er jetzt alles anguckt oder umdreht oder irgendwie so, ja. Und das kennt er wirklich gar nicht, ne? Übt ihr sowas, dass die auf so ein Richterhäuschen zugehen oder sowas? Oder war das jetzt tatsächlich, ich habe gesehen, du hast es wirklich mit ihm geübt hier vor Ort? Also, ich habe das, zu Hause habe ich das gar nicht geübt, aber dadurch, dass die auch, ich sag mal, ich finde das super wichtig, dadurch, dass die bei uns auch so einen Ausgleich haben, mit einem Partner auf eine Weide mal kommen und so, sind die halt auch vom Wesen viel entspannter, ne? Ja. Ja, als wenn die halt nie raus dürfen, sich mal ausbocken dürfen. Und das fällt uns dann halt dann, finde ich, einfacher. Ja, und das Pferd vertraut mir dann, der kommt auf mich dann so zurück und dann zeige ich ihm einfach, okay, ich zeig dir das, hier passiert wirklich nichts. Ja. Du bist sicher. Ja. Was ich ganz krass fand, war wirklich das Abreiten. Also man hat wirklich gesehen, erst beide zusammen gucken, was passiert. Ja. Dann immer ein bisschen mehr. Und was ich ganz, ganz toll fand, das habe ich bei niemandem hier gesehen, ist wirklich, dass es aufs Pferd angepasst ist, dass du wirklich im leichten Sitz gehst an der langen Seite und sagst, ey, komm, jetzt darfst du mal galoppieren, ihn dir wiederholst. Ja. Das fand ich total krass. Also ja, danke. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Und ich bin, also ich ganz bin auch gespannt. Super dankbar, dass ich ihn halt nochmal reiten durfte. Also wenn das natürlich klappt, ne? Also der macht halt schon richtig Spaß, ne? Ja. Ist halt ein Traumpferd. Ja, schön. Ich hoffe ganz doll, jetzt kommt noch die AKU und dann hoffe ich, dass sie uns den mitgibt. Oh, auf jeden Fall, ja. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Wir sind in der Tierklinik Lüsche, aber gar nicht, weil ein Pferd von uns krank ist, sondern vor einem ganz anderen Anlass. Wir haben nämlich heute eine Ankaufsuntersuchung
von dem schön großen schwarzen Lacoa. Den haben Vicky und ich, ja, Sven ja auch Probe geritten. Und wir sind, glaube ich, noch nie so weit gekommen beim Pferdekauf. Wir suchen wirklich seit 3 Jahren. Jetzt haben wir Jack und Joe zu Hause stehen, weil wir die Hoffnung aufgegeben haben. Und jetzt läuft uns, ja, ich glaube, ein Traumpferd vor die Nase. Und ja, aus dem Ausbildungsstall Mitter, die haben wirklich, glaube ich, ganz strenge Sachen von uns alle irgendwie in Grund und Boden gemacht, also im positiven Sinne. Wir haben gesagt, oh Mensch, das Pferd muss ganz brav sein. Das Pferd sollte schon auf dem Turnier gelaufen sein. Dann wollen wir die AKU hier in Lüche. Ja, und das haben die alles so aus dem Ärmel geschüttelt. Erste Turnier, letzte Woche, gleich mit 7,6, zweiter Platz, Dressurpferde A. Ich habe noch nie so ein gelassenes, junges Pferd in neuer Umgebung gesehen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, ob der Lacor das hier nochmal wiederholt, dass er auch hier ganz gelassen und händelbar ist, weil das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und jetzt warten wir und ich bin ganz gespannt. Die Profis beim Einparken. Ja, hallo. Hallo, moin. Frage, habt ihr den Pass mit? Ja, den liegt auch schon vorne. Ach, der liegt schon vorne. Alles angemeldet. So. Alles schon fertig. Fein. Aber ist ja auch nicht verkehrt für so ein großes Pferd, ja, fein, dass der Hänger fahren kennt. Ja, fein. Gut, machst du das. Guck mal, wie schön du das machst, Bursche. Toll. Sehr super. Fein! Kannst du so nett sein, den einmal halten? Ja, klar. Weil dann mache ich die Klappe da hinten zu und dann wird die nicht ganz so nass. Und wieder was Neues für Lacor. In Deutschlands größter Pferdeklinik war er auch noch nicht zu Besuch. Heute soll er hier von Dr. Philipp Konze einmal ganz genau unter die Lupe genommen werden. Das nennt man im Pferdejargon eine Ankaufsuntersuchung, kurz AKU. Und es ist auch gut, wenn wir offen miteinander reden. Also ja, auf jeden Fall, natürlich, auf jeden Fall. Okay, cool. Dann gehen wir als erstes einmal rein, machen die klinische Untersuchung, gucken uns die Augen an, gucken, was wir sonst so finden und gehen dann raus und fahren. Klasse. Vielleicht hört es dann auch auf zu regnen. Ja. Die Ankaufsuntersuchung dient dazu, dass der Käufer und natürlich auch der Verkäufer wissen, in welchem gesundheitlichen Zustand sich das Pferd bei einem möglichen Besitzerwechsel befindet, damit es später keine bösen Überraschungen gibt. Also, Herzfrequenz war 44, hat keine Nebengeräusche. Erstmal gehen aber beide Seiten davon aus, dass Lacor kerngesund ist. Hallo, Kleiner. Ja, da hat Zähne angucken. Genau, seine Babyzähne. Baby? Ah, die zu beißen. Alles gut. Du bist altersgemäß entwickelt. Jetzt gucken wir einmal, ob er auch das ist, was im Pass steht. Das passt auch. Habt ihr das schon mal gehabt, dass hier dann plötzlich das nicht stimmt? Ich nicht. Aber rein theoretisch ist ja alles möglich. Es sind, also, beziehungsweise, was heißt ich nicht? Ich habe schon mal ein Pferd behandelt, bei dem wir dann gesehen haben, das ist aus Großbritannien gekauft worden. Und da ist dann festgestellt worden, dass der Pass nicht zum Pferd gehört, weil das ein Pass von einem Wallach war und das Pferd war eine Stute. Oh, das hat man ja öfter auch beim Alter, ne? Das ist dann so ein ganz kleiner Hint. Komisch. Sollten sich bei der AKU aber Befunde herausstellen, kann es dazu führen, dass der Käufer von seinem Vorhaben doch noch zurücktritt oder sich beide Parteien eventuell auf einen niedrigeren Kaufpreis einigen. Darum geht es Ariane hier aber nicht. Sie wünscht sich ein gesundes neues Familienmitglied und ist gerne bereit, dafür auch seinen Preis zu bezahlen. Auch wenn man dafür locker einen neuen LKW anschaffen könnte. Das ist ja, man lebt ja aber das ist ein Profi, der weiß das wohl, wo er im Moment hinfassen kann oder nicht. Das. Ansonsten muss ich mich auf meine Reflexe verlassen. Ja, das ist, auch, das ist bei uns dasselbe. Das kannst du auch nicht erahnen. Ne? Also wenn sie jung wirklich von der Weide kommen, es gibt halt auch Fitness, die haben die nicht in der Hand und es gibt halt welche, die haben die in der Hand. Irgendwie, die nicht in der Hand haben, da bist du schon echt zugange manchmal. Ne? Ja, ne? Also da musst du schon wirklich aufpassen. Weil denen das beizubringen, Bandagenunterlagen, Bandagieren und all sowas. Ja, wir haben das jetzt mit unseren Hengsten ja alles selber gemacht. Da haben wir uns auch so verlängerte Arme gebaut mit so Dingern, dass man die erstmal überall, ne? Ja, manchmal erschickt man. Das hörst du manchmal pfeifen. Das ist wie beim Karatefilm. Gut, das ist aber alles unauffällig.
Also alles schick. Also jetzt habe ich erstmal so ins Auge geleuchtet, um zu schauen, ist die Hornhautoberfläche in Ordnung, ist die Linse in Ordnung, habe ich unter Umständen Trübungen in der Linse, sitzt die Linse richtig, und dann habe ich tief ins Auge geschaut, um den Augenhintergrund einmal zu beurteilen. Schon dein Rücken, das ist mal arbeitsfreundlich, oder? Dann würde ich sagen, okay, gut. Ja, das kann man verstehen. Und du musst dein Knie schonen, falls er jetzt nach vorne winkt. Ja, ich stehe schon seitlich. Ja. Ja, das war da auf dem Turnier ja schon extrem festgefahren. Oh, und dann ist da dieser Manitou mit dem klappernden Geschoss zwischen den Autos an ihm vorbei, zwischen den LKWs. Also da muss ich aber auch sagen, Hut ab, echt. Auch vor Anna, die steht da wirklich und denkt sich nicht Böses und quatscht einfach weiter, ne? Ganz ja, egal, was da ist. Er wäre dieses Jahr aber gar kein Turnier gelaufen, wenn wir jetzt nicht Interesse hätten. Wenn ihr den Wunsch jetzt nicht geäußert hättet, dann ja. Nicht mehr, nein. Ja. Wir wollen, dass die Pferde in gute Hände kommen und nicht wie Bumerangs zurückkommen, ne? Ja. Dann macht sie den Namen ja nämlich auch mit schlecht. Ja. Die Tierklinik Lüsche ist dafür bekannt, bei Ankaufsuntersuchungen sehr gründlich und genau zu sein. Das ist vor allem natürlich erstmal gut für denjenigen, der beabsichtigt, ein Pferd zu kaufen. Die Verkäufer wissen aber meist auch nicht, ob ihre Pferde bei so einer Untersuchung gut abschneiden werden und müssen natürlich auch darum bangen, dass die ganze Mühe um den Verkauf des Pferdes womöglich umsonst war. Die Kosten für so eine Untersuchung trägt derjenige, der sie in Auftrag gegeben hat. In diesem Fall war das Ariane. Daher konnte sie sich natürlich auch aussuchen, in welcher Klinik diese stattfinden soll. Bis hierhin sieht aber alles sehr gut aus. Und alles richtig gemacht, hat aufgehört zu regnen. Ganz irre auch, als wenn er wüsste, was er soll. Er soll gleich lostraben nach der Beugeprobe und er bereitet sich wirklich schon vor. Ah ja, nicht zu sehen. Sehr schön. Die Beugeprobe, was testet man damit? Mit der Beugeprobe gucken wir, das ist so ähnlich wie wenn wir uns in den Schneidersitz setzen, dann sind die Gelenke unter Stress. Und wenn man dann aufsteht, könnte man dadurch provozieren, wenn ein Gelenk schon eine kleine Vorschädigung hat, dass dann eine Lahmheit stärker zum Vorschein kommt, die vorher nicht zu sehen war. Deshalb wird erst ganz normal nativ im Prinzip getrabt, das heißt ohne irgendwelche vorherigen Stressproben. Und dann werden die einzelnen Gliedmaßen nochmal in der Übersicht gebeugt, um festzustellen, ob vielleicht dadurch noch was verursacht werden könnte, was man so nicht gesehen hat. Also würde man bei mir Gelenkschäden vermuten, wenn ich außer längeren tiefen Kniebeuge ein bisschen länger brauche, um hochzukommen. mit gewissem Alter geht das allen so. Und nun geht es weiter mit den sogenannten Bewegungstests. Dann messen wir in bestimmten Abständen Herzfrequenz und Atemfrequenz und gucken, ob er sich adäquat erholt. Sodass also praktisch in 15 Minuten spätestens danach dann die Ruheherzfrequenz wieder eingetreten ist und die Ruheatemfrequenz. Und gleichzeitig können wir uns an der Longe angucken, wie er auf weichem Boden trabt. Ja, was ich ganz irre finde, ist, dass man wirklich, also wir sind jetzt Profis, die reiten beide ja bis S und wir können es nachreiten. So fein sind die. Und das hat man ganz, ganz selten. Ja, das ist schön. Ja, Atemfrequenz 12, alles gut. Jetzt hat er sich entspannt. Ja, jetzt ist er man sieht es. Ja. Jetzt ist er wirklich angekommen. Genau. Und nun geht es weiter zum Röntgen. Einige nicht allzu alte Aufnahmen aus einer anderen Klinik sind bereits vorhanden. Und die wird sich Dr. Konze vorab noch anschauen. So können doppelte Aufnahmen vermieden werden. Das schont nicht nur Arianes Portemonnaie, sondern sorgt auch dafür, dass Lacour nicht unnötig belastet wird. Beim Longieren in der Halle ist Lacour nicht die ganze Zeit takt reingelaufen. Das verunsichert die potenzielle Käuferin nun doch ein bisschen. HWS müssen wir auch nicht unbedingt röntgen. Wenn Sie das wollen, können wir das tun. Seitliche Halsbeweglichkeit bis auf den ersten Vorführeffekt rechts war gut. Palpation habe ich keine Befunde. Wenn Sie hundertprozentig sicher sein wollen, können wir HWS mit röntgen. Ansonsten können wir die Dornfortsätze röntgen. Denn sonst ist das ein tolles Pferd. Ja.
Ja. Hat er das dann bei euch auch schon gehabt an der Longe? Ganz ja, leicht? Es wäre jetzt nur mal eine Frage. Nein, ich kann das auch ehrlich beurteilen. Und auch, wir haben den ja jung reingekriegt und gerade so ein großes Pferd, das ist wirklich die Balance, die ich da finde. Ja. Also der hatte wirklich echt richtig Taktschwierigkeiten auf der einen Hand. Ja. Was sich wirklich super stabilisiert hat. Und er hat ja auch nie was gehabt. Also mhm, da ist nie irgendwie was dick gewesen, nie lahm oder also das ja, war immer alles super. Du hast das beim Reiten, merkst du es auch ab und zu mal, dass er so ein bisschen die Stütze sucht. Wenn du den ja, natürlich dann schön stützt, kriegst du ja, den super Takt rein, ja, natürlich die Ecken. Lässt ihn los, dann, und wenn es auch mal ein steiler ab, dann verliert er mal so die Balance, so sehe ich das. Ja. Für mich ist es ja so, ich möchte ja jetzt, das ist jetzt nichts, ne? Es ist ja für uns ein hoher Preis. Und dann möchte ich natürlich kein Pferd haben, was in einer Woche lahm ist oder was ich lahm verkaufe. Ja, deswegen, ja, ne? Deswegen einfach. Aber da könnte man dann ja sagen, ja, 6 Monate Rückgaberecht. So. Wenn lahm ist ja jetzt, würden Sie jetzt sagen, ist taktunrein. Nein. Es war eine Taktunreinheit. Vereinzelt taktunreine Tritte. Er hat auch mal eine Runde gemacht, wo es super war. Ja. Dann hat er mal wieder eine Runde gehabt, wo er, entweder ist es Balance. Oder aber es hat ihn irgendwas da gestört. Ja, links ja, in, genau, habe ich beim ersten Mal, hat er so ein bisschen gezuckt, habe ich den Eindruck gehabt. Dann habe ich es wiederholt, dann hat er nicht mehr gezuckt. Und deshalb habe ich gesagt, Hufzanke war negativ. Aber da hat er so ein bisschen gezuckt und es war vorne links. Also kann es auch sein, dass es der Beschlag ist. Ist eine Möglichkeit, aber da kann man ja, sich ja finden. Also wenn ja, die Besitzerin auch Tierärztin ist, dann würde die ja, wär die ja ne? Das wäre ja dann von ihr nicht ganz nachzuvollziehen, wenn sie sagt, okay, wir machen jetzt ein halbes Jahr und wenn er in einem halben Jahr lahm wird, nehme ich ihn nicht wieder zurück. Das ist ja sonst ein tolles Pferd. Und während Lacour sich einmal durchleuchten lässt, bleibt für Benjamin und Ariane Zeit für eine Kaffeepause. Ging ja doch schneller als ich. Ja, das interessiert ja. So, genau. Das ist Genick und dann der erste Halswirbel. Hier ist hier Ansatz des Ligamentum Nuke. Also das Nackenband, das sitzt hier im Occiput an, da ist aber alles wunderschön und gerade. Das ist, wie gesagt, der Axis mit seinem Zahn. Dann kommt der dritte Halswirbel und der vierte. Da ist auch im Prinzip alles soweit. Dann haben wir hier den vierten, den fünften und den sechsten Halswirbel. Wichtig sind die, dass die Wirbelkörper, die Artikulationen passen, dass wir die Löcher, aus denen die Nerven austreten, gut sehen können, dass wir da keinen Verdacht auf Engstände haben. Und hier geht es jetzt in den Bereich der Sattellage. Und dann kommen wir in den kaudalen Bereich, also Richtung Schwanz gerichteten Bereich. Und da sehen wir, dass immer mehr Muskulatur kommt. Dann kämen wir hier hinten dann irgendwann die Hüfte. Das heißt, man sieht die Dorsalfortsätze immer weniger. Aber Sie sehen, dass hier überall adäquat Abstände da sind. Es ist keine massive Sklerose, also weiße Verhärtung der Knochenlinie, die darauf hinweisen würde, dass irgendeine Pathologie vorliegt, also dass eine Schädigung oder in gewissen Haltungspositionen des Kopfes, des Halses vielleicht doch Berührungspunkte in den Wirbelfortsätzen auftreten könnten, hinweisen könnte. Und somit ist da im Prinzip klinisch kein Befund und röntgenologisch ist am Rücken auch nichts. Das heißt, das ist sehr schön. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass wir das mal erleben. Dass Sie mal ein Pferd haben, wo kaum was ist. Ne? Ja, also aber jetzt auch bei der Größe und bei dem Alter. Ja, ist doch schön. Muss es doch auch geben. Also, ne, wir sind nicht ganz befundfrei. Wir haben rechts im Bereich des distalen Intermediärungsführungskamms eine Kleinigkeit. Wir haben diese anderen Kleinigkeiten, die wir benennen, aber nicht wirklich Risikobefunde haben. Und wir haben halt diese Taktunreinheit auf der rechten Hand vorne links. Mhm. Ne? Das sind so die Befunde, die wir haben. Und da müssen Sie sich jetzt dann mit der Verkäuferin im Prinzip einig werden, wie Sie das machen wollen. Mhm. Ich finde ihn so grundsätzlich eigentlich für sein Alter und für das alles, es ist ein tolles Pferd. Und wenn Sie da eine adäquate Möglichkeit mit der Verkäuferin finden, glaube ich, können Sie das machen. Ja, irgendwie ist mir jetzt gerade ganz schlecht, weil es sieht so aus, als hätten wir ein Pferd. Also AKU ist sehr, sehr gut gelaufen und ich glaube, die ganzen vertraglichen Sachen überlasse ich einfach euch Männern. Ja, das machen wir dann. Okay, super. Ich bin gespannt. An dem soll es jetzt dann nicht mehr scheitern. Okay. Super. Wie war jetzt dein Eindruck hier von der Klinik? Sehr positiv heute. Sehr gut. Also alles wirklich super erklärt. Schön Zeit gelassen. Ist natürlich mal ein wenig aufwendig. Das Aufladen, Herfahren.
Ne? Ich fahre natürlich auch knapp eine Stunde hierher. Ja. Aber auch das tat jetzt dem Pferd wieder gut. Man hat gesehen, dass er das wirklich super bewerkstelligt, super brav ist und sich super fahren lässt. Ja. Und das hier jetzt mit dem ganzen klinischen Aufwand und allem Pipapo, habt ihr ja jetzt dann auch live miterleben dürfen, dass das Pferd echt super brav ist. Ne? Total toll. Muss ich auch wieder Danke sagen. Ich weiß nicht, ob deine Frau dir das ausgerichtet hat, dass ich mich auch noch mal für das Vorreiten bedankt habe. Dass du ganz für die Turnierpräsentation. Nee, auch untypisch am langen Zügel alles präsentiert hat. Damit ist mir ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Ja, super. Ich habe das ja auch ein bisschen weitergeschickt und da sagt einer, boah, eine Breite, der am langen Zügel vorstellt, das ist ja irre toll. Ja, ist immer mal so, aber es freut uns natürlich auch, dass es mal Kunden gibt, die sagen, wir möchten ein Pferd mal so vorgeritten haben, wie man das eigentlich auch im Alltag bewerkstelligt, indem man erstmal wirklich am langen Zügel das Pferd lösen darf. Ja. Und nicht gleich aufnimmt und dann zeigt, wie der traben kann, nur damit die Leute da ein bisschen Begeisterung für das Tier bekommen. Haben wir wahrscheinlich ein Mampfer mehr. Ja, dann kann ich da nur zu gratulieren. Und wünsche euch dann wirklich absolut viel Erfolg und absolut viel Glück damit. Naja, ihr werdet dann zumindest die neuen Zuschauer von Hof Eicheneck, wenn was von Lacor kommt. Auf alle Fälle. Das ist so und so immer gern, wenn man nochmal was hört von den Pferden. Ja. Aber das liegt uns auch echt nahe. Heute geht's los. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dieser Tag mal kommt und wir ein Pferd für mich finden, also was man auch reiten kann. Jack und Joe, die sind ja noch ganz klein. Es dauert ja noch ein paar Jährchen. Und ja, wir fahren jetzt los und holen den Lacor ab. Und ich bin ganz gespannt, wie er sich hier wohlfühlt oder wie es ihm überhaupt hier geht. Weil es ist ja nun mal ein Pferd, was viel in der Box steht. Bei den Mittas hat er das Glück, dass er tagsüber auch auf die Koppel kann mit einem Spielgefährten. Aber das ist trotzdem was ganz, ganz anderes hier. Und da bin ich richtig gespannt. Ich erinnere mich an Bourbon, wie pikiert der hier das erste Mal über den Reitplatz gegangen ist, weil es ein bisschen matschig war und er seine Hufe nicht schmutzig haben wollte. Und ich bin echt gespannt, ob wir ein ähnliches Bild gleich kriegen oder ob das alles ganz problemlos ist. Jetzt wollen wir aber erstmal losfahren, damit wir ihn holen können. Oh, hier war auch der Nikolaus. Das gibt's ja gar nicht. Hier war der Nikolaus. Oh, der Nikolaus war da. Ich liebe After Eight. Oh, herrlich. Lecker. Ich muss nicht mehr frühstücken. Ja, es ist total krass. Man sieht im Hintergrund die Anlage von Mittas. Ganz, ganz nette Leute, muss ich sagen. Die haben wirklich alles möglich gemacht, um mir ganz viel Sicherheit zu geben. Ganz, ja, fast unkompliziert. Was gestern wirklich noch schwierig war, ist die Kommunikation mit den eigentlichen Besitzern. Das haben wir wirklich auf Englisch, Deutsch, Dänisch irgendwie hingekriegt, sodass wir jetzt heute hier stehen und Lacor holen. Jetzt bin ich erstmal gespannt. Ich habe ein paar Transportgamaschen mit. Mal gucken, ob Ihnen die Abschützdecke passt. Aber das müsste eigentlich sein. Es ist ein riesiges Pferd. Gespannt. Ja. Ich kann es noch nicht glauben. Ich glaube, das kommt erst ein bisschen später. Ne? Vor Weihnachtsgeschenk. Ja, genau. Ja, das ist ja wirklich, wir suchen ja seit 3 Jahren. Echt jetzt? Ja, so weit wie zur AKU sind wir noch nie gekommen. Hast du Sorge, ob wir den da drauf kriegen auf dem LKW? Nee, ich glaube nicht. Nein. Aber wir passen. Das ist auch nicht immer einfach für uns. Nee, 7 Monate ist auch eine lange Zeit. Ja, ne? Und wenn du die halt so als Baby kriegst und jetzt das erste Turnier damit zusammengegangen bist, weißt du, dann schweißt du natürlich auch ein bisschen zusammen, ne? Ja. Sind halt wie Kinder auch. Ne? Und ist denn sowas nicht auch ein Pferd, was für euch theoretisch gesehen auch nachwuchsmäßig wäre? Oder habt ihr sowas gar nicht? Ja. Ihr so sagt, boah, wir würden auch einmal behalten für uns? Oder? Doch, das haben wir auf jeden Fall. Ja. Also, aber es ist halt dann immer schwierig. Ne? Also ich glaube, dann hätte ich 100 Pferde. Stimmt. Hast du denn ein eigenes? Nee, also im Moment habe ich gar kein eigenes. Ja. Okay. Weil du bist ja S geritten, du hast ja sogar, das war ja richtig gut und auch
die M da in Flächen, ja, glaube ich. Genau, ne? Ja. Ja, aber weiß nicht, ich sag mal so, das ist ganz komisch. Man sagt eigentlich, also war. Ich sag mal, die Züchter oder die Kunden von uns würden sagen, oh, die kümmert sich nur um die eigene. Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich eigene Pferde habe, die vernachlässige ich total. Weil ich mich dann ja so intensiv halt um die Kundenpferde kümmere. Und dann hat man irgendwie nie Zeit. Und ja, und dann habe ich gedacht, ich werde denen nicht gerecht. Also, das stimmt auch, weil es ist ja dann Arbeit und Beruf. Ja. Und wenn du den ganzen Tag, ich sage mir immer, ich finde das total krass, auch bei Lehrern oder Kindergärtnern, wenn die denn selber noch Kinder haben. Wir arbeiten die ganze Zeit mit Kindern und haben zu Hause auch noch Kinder. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist wirklich so, ja. Klasse. Aber ihr könntet ihn ja auch besuchen. Ja, das also haben wir auch gesagt. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ja, und dann? Transportgamaschen und Decke haben wir alle. Das kriegst, Ach so. Ja, das kriegst du alles mit von uns. Ach, dann kann ich die wieder mitnehmen? Ja, die kannst du wieder mitnehmen. Super. Die kriegt man dazu? Ja. Für jeden Pferd? Ja, also wenn wir Pferde verkaufen, kriegen wir immer so ein Paket. Oh, Wahnsinn. Ja. Toll. Irre. Sich alle herschicken, hier ein Pferd zu kaufen. Ja, bitte. Wie viel habt ihr denn momentan überhaupt? Also momentan haben wir so 22 Pferde. Aber wir sind halt 3 Bereiter. Ja. Ja. Einige dürfen tatsächlich, Gott sei Dank, bleiben bis, zur weiteren Ausbildung. Ja. Ja. Und andere stehen halt dann wieder zum Verkauf, ne? Ja. Und was sind das für Verkaufspferde? Also wie alt? Also wir haben von bis alles. Also ich sag mal von 2-jährig bis 9-jährig im Moment. Okay, und die sind denn schon Turnier vorgestellt, die Gerittenen? Also Dressur hauptsächlich? Ja, hauptsächlich Dressur. Ja. Okay, also wenn jemand ein Dressurpferd sucht oder sowas, habt ihr denn auch noch so brave wie ihn jetzt zum Beispiel? Ja, also das machen wir auch nur, also wenn das gar nicht, also wenn das auch gar nicht klappt oder so, wenn die Pferde wirklich verrückt sind oder so, dann sagen wir das den Züchtern halt auch ehrlich, weil wir wollen halt auch unseren guten Namen behalten und ich will keine Bauchschmerzen oder keine schlaflosen Nächte haben und denken, oh, hoffentlich fällt die nicht runter, weil ich möchte nicht dafür schuldig sein, wenn mal irgendjemand was Schlimmes passiert. Ne? Ja. Deswegen haben wir gleich gesagt, nee. Eine Linie fahren und das geht am besten dann. Ja. Wunderbar. Ja, klasse. Ja. Ich bin gespannt. Und der Nikolaus hat nicht nur für Ariane etwas dagelassen. Ich habe euch einfach noch eine Kleinigkeit mitgebracht, weil ich das total super von euch fand. Dankeschön. Ihr habt mir wirklich viel geholfen. Das ist super lieb. Danke dir. Gerne. Ja. Ich hoffe, es ist irgendwas dabei. Auf jeden Fall. Energie braucht ihr, ja. Und danach wahrscheinlich noch eine Reithose Nummer größer. Genau. Hilfst du uns jetzt beim Aufladen? Ja, ich helfe euch jetzt. Okay. Auf jeden Fall, ich sage nicht, alles klar, bis später. Ja, ich denke, euch, dich kennt er, ne? Das ist ja dann auch wieder was anderes. Also wir haben die ja immer meistens rückwärts stehen. Ah, okay. Habt ihr aber auch einen schönen LKW? Mhm. Richtig cool. Na, also das ist immer irgendwie so ein kurzer Platz. Ja. Und wir haben jetzt gedacht, ich weiß nicht, ob er sich hier rückwärts reinschieben lässt. Ja, ich probiere mal. Und ansonsten müssen wir es anders machen. Ansonsten müssen wir nur hinfahren. Aber es ist auch cool, ne? Ja, vor allen Dingen, man kann hier wirklich dann auch hier oben theoretisch gesehen fertig machen, ne? Ja. Ja, mega. Aber mag ich schon richtig gerne rein. Das ist ein bisschen steiler als sonst. Ja. Ist eurer denn? Eurer ist aber auch so. Der ist nicht flacher, oder? Ja, absolut. Fein. Der ist aber brav. Toll. Wie schick der das macht. Jetzt müssen wir rückwärts. Ach, schön. Rückwärts? Ja. Ja. Fein. Hey, braver Kerl. So, jetzt gehen wir hier vor. Ja, super. Ja, Wahnsinn. Hä? Das muss man ja mal lassen, Freund. Wo bin ich den denn an? Er überrascht einen immer mehr. Na, Küchen? Das ist ein wirklich brav, ne? Ja, der ist wirklich mega brav. Hervorragend, Lackhörchen. Ein großer. Ja, da Körchen. Schöne Zeit mit dir gehabt hier, ne? Du warst schon echt ein braver. Bist auch weiterhin, ne? Na klar. Kriegst ein tolles neues Zuhause. Ja, das will ich hoffen. Aber das ist doch wunderbar, dass es jetzt schon so mit dem LKW auch klappt, ne? Geguckt und dann zack, zack. Und schön überlegt auch über die Stufe da drüber. Super. Ja, cool. Ja.
Dann bin ich ganz gespannt. Ja. Aber ihr werdet sicherlich ja noch was hören. Ja. Ja. Oder sehen auf jeden Fall. Ne? Das machen wir auf jeden Fall. So nein, auf jeden Fall. Ja? Kannst du ja auch eben Bescheid sagen, wenn ihr gut angekommen seid. Das machen wir ein kleines Video. Ja, super. Ne? Okay. Okay, super. Dann lasst es euch schmecken. Danke. Ne? Ja. Und wir sehen uns. Auf jeden Fall. Bis dann. Ein bisschen skeptisch steht er dann doch auf dem LKW. Aber so lang ist die Fahrt ja nicht. Fein machst du das. Guck mal erstmal. Toll. Prima. So, Lacko als Heide angekommen. Ganz spannender Moment gerade. Wir wollen Lacor in unsere Wiese lassen oder in unsere Herde lassen, besser gesagt. Ich habe hier echte Probleme mit Jack und Joe. Joey frisst hier meine Peachen an und Jack wollte eben schon die Kamera und Kameramann umlaufen. Ja, hier ist es am sichersten, hier in der Heuraufe. Jetzt geht's gleich los. Nach der Ankunft auf Hof Eicheneck wurde Lacour natürlich nicht gleich zu den anderen Pferden auf die Weide geschmissen. Er hat zunächst ein paar Tage eine Box mit Paddock und Weidestück für sich alleine bekommen. So konnte er die anderen schon mal kennenlernen und die Herde sich an ihn gewöhnen. Joey war von Anfang an sein größter Fan, was man hier ja auch gut sehen kann. Ja, was soll ich sagen? Hat Lacour total toll gemacht. Es hat auch wirklich super funktioniert. Jetzt zum Schluss geht ein bisschen die Rangelei los. Und wir sagen, okay, jetzt hören wir auf. Morgen machen wir den nächsten Schritt. Mal gucken. Doch, Joey. Ja, Joey.